Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Knights of the Old Republic. Ich glaube, hier haben wir jetzt erstmal nichts übersehen. Aber wir gewogen, der hat feigerweise gar nicht mitgeholfen bei dem Kampf. Da scheint irgendwas rum zu krakeelen. Ah, Tag. Und wie geht's euch? Ein Bull-Karatin. Ich glaube, die waren auch nicht so ohne. Wie sind das? 1, 2, 3. Ja, relativ viel. Naja, mal gucken, was sie so drauf haben. Da haben wir noch eine Leiche. Hau da mal einen Machtstoß drauf und dann darfst du den angreifen. Und die anderen scheinen wohl noch nicht. Dann geht einfach auch mal mit drauf. Ah, jetzt kommen die anderen. Gut. Dann mal los. Ja? Hm. 400 ist auch nett. Läuft. Gut, gut. Dann plündern können wir nicht. Leiche. Neuer Knarre und ein Zwillingsschwert. Das wäre ja dann was für Bastia als Alternative. Macht das Langschwert 1 bis 12. Florette ist gar nicht mal schlecht. 4 bis 14, ja, das ist auch nicht verkehrt. Gut, gut. Dir können wir eh nichts anderes anziehen. Euer Wunsch? Ja? Ach, habe ich jetzt doch den Anzug an? Dachte, ich hätte den doch nicht ausgewählt, aber scheint so. Oh. Ständig diese verdammten Kämpfe. Pass auf. Im Unterholz verstecken sich noch mehr dieser Biester. Wer seid ihr? Was macht ihr hier? Ich bin Julie. Julie Bindel. Komm mit in mein Lager. Dort können wir reden. Ihr setzt ein Laserschwert im Kampf ein. Seid ihr denn ein Jedi? Und wenn schon. Ich bin ein alter Mann. Ich weiß ein paar Dinge, aber darüber können wir in meinem Lager reden. Bleibt hier. Es ist hier in der Nähe unter einem Baum. Tja, ich lebe wie ein Maulwurf. Ich habe gegen die Sith gekämpft und das ist aus mir geworden. Na, du Armer. Da ist es wahrscheinlich auch ein bisschen leiser. Oh, noch eine Leiche. Was hast du denn dabei? Okay, Zauberkampfanzug und Ionengewehr. Fehlt mir echt gute Sachen. Muss ich ja sagen. Da haben wir noch Geröll. Ja, ja, dich holen wir später mal. Betäubungsgranate, okay. Lasst es uns schnell erledigen. Thank you.
schon ein Jedi. Ihr könnt nicht gewinnen. Na komm. Da haben wir noch ein toter Wookie. Sklavenvertrag, okay. Und Levelaufstieg. Das müssen wir für die Mädels. So. Dann schaue ich doch mal vielleicht gerade bei dem Sklavenvertrag rein. Was macht der denn? 3 bis 10. Wäre, glaube ich, für unsere Blaster-Leute was. Dunkler Jedi, Kampfanzug. 5 von 5. Ich glaube, ich sollte wirklich mal wieder auf den Dings gehen. So. Und dann würde ich aber, wie gesagt, gerne mal den Vertrag noch lesen. Ist das? Ah ja, Bastias von Dings entkommen. Gulas auf Mana antrifft. Da ist der Sklavenvertrag. Dieses Datenpad ist ein Handelsvertrag. Waffen gegen Sklaven. Außerdem enthält es eine Liste bereits gelieferter Waren. Es scheint, dass Rockvor bereits einige Wookies verkauft hat und dies bald wieder beabsichtigt. Aha. Sowas. Aber gut, dann gehen wir das erstmal zu dem alten Mann. Stimmt, da erinnere ich mich auch gerade noch dunkel dran. So, willkommen in meinem bescheidenen Heim. Mach's dir bequem. Wir haben einiges zu besprechen. Ja, ich schätze, dass ihr mir eine Menge erzählen könnt. Schmeichle mir nicht, ich bin nicht dein Meister. Ich bin nur ein alter Jedi, der schon zu lange in den Wäldern lebt. Meine ruhmreichen Tage sind Vergangenheit, aber vielleicht kann ich dir helfen. Du hast doch sicher Fragen. Ja, ich möchte mich mehr über euch wissen. Ah, was soll ich dazu sagen? Jolly Bindo ist ein verrückter alter Mann in den gefährlichen Wäldern. Das reicht mir. Ja, aber ihr setzt ein Laserschwert im Kampf ein. Ihr seid ein Jedi. Ja, und? Muss ich nur, weil ich ein Jedi bin, spannende Geschichten über die guten alten Zeiten erzählen? Warum sollte ich andere mit Geschichten aus den guten alten Zeiten langweilen? Ich habe beide Seiten der Macht erlebt. Und ehrlich gesagt machen mir beide Extreme Angst. Natürlich fühle ich, dass sich die Dinge verändern. Ich fühle, dass ihr der dunklen Seite der Macht widersteht, alter Mann. Ihr seid ein Diener des Lichts, egal was ihr behauptet. Keine Sorge. Meine Welt ist eher grau als schwarz oder weiß. Ich bin nichts weiter als ein störrischer alter Mann. Ja, ich habe aber noch einige Fragen. Gut, aber fasse dich kurz. So. Ich bräuchte mehr Informationen über die Schwierigkeiten auf Kashyyyk. Ja, unter den Wookies. Faszinierende Kreaturen. Es gefällt mir, dass sie nichts für Bürokraten übrig haben. Aber natürlich gibt es auch hier verborgene Dinge, die alle Geschicke lenken. Was wisst ihr denn über Shunda? Seine Ernennung war ein kluger Schachzug der Charka Corporation. Er zerstört die Wookiee-Kultur und schleppt die ardroxianische Grippe ein. Arbeitest du für oder gegen ihn? Eine interessante Frage. Ich bin wirklich gespannt. Er kennt ja diesen Bowcaster-Bolzen. Ich habe ihn bei einer der Leichen gefunden. In Rawars Leiche. Ich weiß. Sein Tod wird nicht unbemerkt bleiben.
Ich hatte mich schon gefragt, wozu diese Dummheit führen wird. Ich bin kein Waffenschmied, aber irgendjemand im Dorf wird herausfinden, von wem dieser Bolzen stammt. Es ist immerhin ein persönlicher Gegenstand. Okay. Habt ihr den verrückten Wookie in den Shuttle-Laden gesehen? Er ist verrückt vor Schmerz, aber nicht wahnsinnig. Er lebt in den unteren Wäldern. Nur ein Wookie kann ihm dorthin folgen. Natürlich gibt es noch einige andere Hindernisse. Zum Beispiel eine Barriere, die... Darüber reden wir später. Okay. Sein Arbeit... Habt ihr keinen Vorschlag zu machen? Doch, sicher. Wie wär's damit? Denk selber nach. Politik interessiert mich nicht. Ich lasse die Leute lieber selbst entscheiden. Die Wookies haben verschiedene Erlösungslegenden, aber im Moment sind sie treue Gefolgsleute. Das ist ihr Wunsch. Gut. Gut. Aber... War das alles... Ach so, wisst ihr was über Sternkarten? Warum fragst du mich das, hm? Sag nichts. Ich wusste, dass du nur deshalb hier bist. Die Jedi kümmern sich für gewöhnlich nicht um die Probleme der Wookies. Nein, du bist wegen der Karte hier. Ja, wenn ihr über Informationen verfügt, teilt sie mir doch bitte mit. Kashyyyk ist ein interessanter Ort, auch wenn es nicht den Anschein macht. Wenn das die Cherka Corporation wüsste, wäre der Planet längst eine Mine. Es gibt eine Legende, dass die Wookies nicht immer hier waren. Aber es ist mehr als das. Die Bäume selbst sind Fremde. Das verstehe ich nicht. Könnt ihr mir das genauer erklären? Ich will dir erklären, dass sie buchstäblich Mauern sind, die dir den Weg versperren. Ohne meine Hilfe kommst du nicht weit. Und meine Hilfe hat ihren Preis. Du musst mir einen Gefallen tun. Anschließend komme ich mit dir und räume ein paar Hindernisse aus dem Weg. Es wäre meine Ehre, jemand zu helfen, der so erfahren ist wie ihr. Spar dir das. Ich weiß, das klingt absurd, aber ich bin alt und will dir ein bisschen helfen. Abgesehen davon ist der Test ziemlich einfach. Ich hatte meine Ruhe, seit diese Cherka-Bastarde in die Schattenlande eingedrungen sind. Bis vor kurzem. Einige Wilderer haben ganz in der Nähe ihr Lager aufgeschlagen. Ich will, dass sie von hier verschwinden. Wo sind sie und um wie viele Männer handelt es sich? Sie sind nordöstlich von hier. Soweit ich weiß, sind sie normalerweise zu fünft. Ihr Anführer ist der Allerschlimmste. Der Kerl hat meinen Garten verwüstet. Unglaublich. Warum... Ach so, warum möchtet ihr euch mir anschließen? Du hast doch sicher ein Schiff. Ich habe gesehen, was ich sehen wollte. Reicht das nicht? Ich will hier weg. Vielleicht erfahre ich durch dich etwas Neues. Man kann nie wissen. Okay. Was kümmert es euch eigentlich, dass sie hier sind? Sie respektieren diesen Ort nicht. Sie töten wilde Tiere und rotten ganze Arten aus. Das ertrage ich nicht. Die Wookies können sich selbst verteidigen, aber die Tiere. Sie sind hilflose Opfer. Ja, genau wie die ganz vier, die du schon umgelegt hast hier. Na gut, ich werde versuchen, etwas aus dieser bescheidenen Aufgabe zu lernen. Oh, bitte. Ich weiß, dass dich der Auftrag nicht fordert, aber dennoch. Du musst die Aufgabe erst einmal erfüllen. Ihr Lager ist nordöstlich von hier. Und noch etwas. Wenn ich sie töten wollte, hätte ich es längst getan. Finde eine bessere Lösung. Gut. Ja, warum verjagt er sie nicht einfach selbst? Spar dir deine vorlauten Fragen, Kind. Diese Kerle kennen mich ziemlich gut. Wenn ich auftauche, sind sie gewarnt. Ich könnte sie nur gewaltsam vertreiben. Und das hätte unter Umständen schlimme Folgen für die Wookies. Ich will, dass sie verschwinden. Ohne großes Aufsehen. Sie haben hier schon genug angerichtet. Gut. Dann werde ich mich darum kümmern. Gut. Bis später. Ich bin gespannt, wie du dich schlägst. Mhm. Ich auch. So. Hier wird noch ein zerstörter Droide.
meine primären Motivatoren sind. Funktionsuntyp. Fehler. Wiedergabe. Ursache der Fehlfunktion. Wiedergabe. Ich verstehe das nicht. Der Händler hat gesagt, dass es hier unten Ersatzteile gibt. Vielleicht findet Metten mit seinen Sensoren was. Wiedergabe. Wenn er wieder da ist, werden wir... Warte. Ich empfange was. Oh, es ist Eli. Gut. Vielleicht kann er uns helfen. Wiedergabe. Eli, was zur... Ich hab dir dein Geld gegeben, du hinterhältige Ratte. Wir hatten eine Abmachung. Was passiert? Wiedergabe. Ich verstehe das nicht. Der Händler hat gesagt, dass es hier unten erst wieder... Ihr seid nicht in der Lage zu reden. Lebt wohl. Ihr scheint irgendein Trauma zu haben. Der Arme. Da wäre noch eine Leiche. Was hast du bei dir? Oh, immerhin. Aber warte mal, wo waren jetzt die... Sagen wir jetzt die Ehrenschuld. Bestätigten Speicher, Elite... Achso, den haben wir da oben gefunden. Hoffentlich hatten die Männer ihre Schulden längst bezahlt. Okay. So, les bitte. Da muss ich die Hindernisse, das war nordöstlich, okay. Und der vermisste Wookie, da haben wir jetzt die Leiche gefunden. Häuptling in Not. Gut, dann holen wir uns mal die Sachen mit. Da haben wir noch so ein Viech. Wieder. Ja. Primärsystem wird beendet. Fehler. Okay. Juhu. So. Achso, habe ich euch gar nicht aufsteigen lassen beim letzten Mal. Habe ich das schon wieder verpeilt? Zack. Kräfte. Was wollte ich hier nochmal machen? Das geht noch nicht. Light ist ein dunkle Macht. Ach, Widerstand macht um Immunität wäre vielleicht auch gar nicht so dumm. Für später. So, du darfst doch aufsteigen. Macht Rüstung, ist schön. Wie hell sind wir eigentlich mittlerweile? Ja. Ordentlich hell. So, nordöstlich wäre dann da oben. Beziehungsweise also hier entlang. Da werden wieder Viecher. Dann hauen wir die noch schnell platt. So, Nummer 1. Hier bin ich. Nummer 2. Ja, noch nicht ganz kaputt, das Viech, aber gleich. So, dann hätten wir da Nummer 3. Gehen wir hier nämlich jetzt mal gerade gebündelt vor. Dann liegen die innerhalb von ein paar Sekunden. Das tat weh. Genau, der nächste wäre dann der. Hier bin ich. Und
Die haben Ruhe. Gut, jemand verletzt großartig. Hier na, bin ich. Bisschen. Sicher ist sicher. Klar. Gut. Dann passt das hier gerade, da haben wir noch so einen Tag. Und schauen müssen wir noch mal ein Stückchen zurück. Also noch nordöstlicher als hierhin. Aber das machen wir dann, wie gesagt, in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.